Ach, das war jetzt echt schön. Ich bin jetzt so erholt nach den 2 Wochen Urlaub. Das habe ich echt mal gebraucht. Und ich glaube, die haben bestimmt eine richtig coole Party geplant. Aber mal schauen. Eigentlich bin ich nicht so richtig in Stimmung. Und ich merke mir meinen Kummer dann nicht so richtig an. Ich bin wieder da. Liz, Merle ist wieder da. Überraschung. Hallo? Keiner da. Nee, vielleicht fahren wir bei Sam. Erwischt! Ist ja auch niemand. Das gibt's doch nicht. Gar keiner hier. Okay, dann schau ich mal bei Sam. Wenn er immer einen Host hätte. Aber nein, hätte er nur den PC. Und den darf ich ja nicht anfassen. Wenn Liz nur da wäre. Oder Merle. So langweilig. Überraschung, hi Sam! Leo? Hi, Leo? Hallo? Leo, was machst du denn eigentlich hier? Und wo ist Sam? Und meine Überraschungsfeier? Es gibt keine Party für mich, weil ich wieder da bin? Eine Überraschungsparty? Für meine Schwester? Nur weil du wieder da bist? Nee. Sam? Sam? Ich weiß gar nicht, wo Sam ist. Sam ist, glaube ich, im Urlaub oder bei seinen Eltern. Ich soll auf seinen PC aufpassen. Ich weiß auch nicht, wo der ist. Und Liz, oh, Liz ist verliebt. Schrecklich. Yay, Liz ist verliebt. Okay, dann erklärt das zumindest, warum die beiden nicht da sind und warum es egal ist, dass ich wieder da bin. Danke, Leo. Ich gehe dann erstmal rüber, ja? Okay. Ist sie jetzt wirklich bedrückt, weil sie keine Party bekommen hat? Sie hat doch irgendwas. Ich kenne doch meine Schwester. Kann der mal aufhören, mir ständig zu schreiben? Ich weiß doch eh schon nicht, was ich überhaupt sagen soll. Oh, jetzt ruft der auch noch an. Nein! Nein! Ich weiß doch gar nicht, was ich ihm sagen soll. Ich weiß es doch selber nicht. Ich habe eh schon ein schlechtes Gewissen. Ja? Nein, ich bin nicht Liz und Sam, aber können wir kurz reden? Ja, komm rein. Hi, Leo. Wie war denn der Urlaub? Ja, war in Ordnung. Also ich war ja mit unseren Eltern weg und ja, war eigentlich ganz schön. Irgendwas stimmt doch nicht. Wie geht's? Was, hast du irgendwas? Du hast doch irgendwas. Was hast du? Sag's mir. Du guckst auch auf dem Handy. Wer schreibt mir denn da? Na, niemand. Du bist meine Schwester, du hast irgendwas, ich merke es. Was ist? Du kannst mit mir reden, ich erzähle es auch keinem weiter. Aber okay, versprich mir bitte, dass du es wirklich nicht weitererzählst. Versprochen. Niemandem. Versprochen. Ich habe mit Tim Schluss gemacht und der ruft mich jetzt halt ständig an und ich will das eigentlich nicht. Aber erzähl's bitte keinem, okay? Weil ich weiß selber noch nicht so richtig, was ich dazu sagen kann. Nee, wieso sollte ich es dann jemandem weitererzählen? Und Tim konnte ich sowieso nie leiden. Der war sowieso nicht gut genug für dich, für meine Schwester. Tim? Leo. Hallo. Eigentlich geht's dich nichts an. Aber bitte, erzähl es bitte nicht Sam und erst recht nicht Liz, wenn die gerade so frisch verliebt ist und so, dann das passt einfach gerade. Nee, ich werde dir nichts erzählen. Du mach dir keinen Kopf mehr um Tim. Der ist Schnitt von gestern. Hab einfach einen schönen Tag und versuch dich auszuruhen, versuch dich zu entspannen. Ich gehe dann mal, ja. Ja, danke Leo. Bis später. Tschüssi. Och nö. Das wird doch nur Chaos geben in der Freunde-WG. Und was soll ich denn zu meiner Schwester sagen? Oh. Leo, was machst du denn hier? Oh, ich hatte heute so ein tolles Date mit Dennis. Du, ich brauch den Zimmerwechsel. Bei Sam ist es so langweilig. Hä? Und ja, auf seinen PC aufzupassen ist ja total langweilig. Ich meine, ja, sein PC ist halt so ein Haustier, Leo. Das weißt du doch, außer es bei mir ja, ist auch nicht spannend. Ist ja auch egal mit Sam. Und guck mal, das ist unser erstes Pärchenfoto. Ja, schön. Merle ist zurück. Boah, das ist, guck mal. Merle ist zurück. Merle ist zurück? Ja. Merle, du bist wieder da. Boah, ich hab dir so viel zu erzählen. Ich freue mich so. Hi, Liz. Oh, wie war dein Urlaub? Und oh, du siehst so erholt aus. Und war ganz gut. Wie war es denn bei euch? Oh, boah, das ist ja schon fast. Ja, ich hab dir so viel zu erzählen, ne? Weil mit Sam konnte ich darüber nicht reden, weil der hat irgendwie war voll genervt. Ich habe einen neuen Freund. Ich bin so verliebt, ne? Ja. Guck mal, das ist Dennis. Ist er nicht süß? Oh. Schau dir die Augen an. Der hat die schönsten Augen. Und das ist unser erstes Pärchenfoto. Und
schön. Oh, ey, wirklich, schön, er ist so aufmerksam und so perfekt und so lustig und so. Wie lange seid ihr denn jetzt schon zusammen? Boah, wir daten uns bestimmt schon so 2 Monate oder so. Und so lange? Ja, und ich wollte nichts davon erzählen, weil ich hatte damals so Liebeskummer. Und ja, und jetzt sind wir, glaube, also ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, wir sind so richtig fest zusammen. Und ich bin so, ich bin so glücklich. Das freut mich sehr für dich, Liz, wirklich, ich freue mich mega für dich. Du musst ihn unbedingt kennenlernen, Sam will ihn nicht kennenlernen, aber du musst ihn unbedingt kennenlernen. Ja, das machen wir auch auf jeden Fall, aber ich brauche erst mal kurz noch ein paar Minuten Ruhe, weil ich hatte gerade einen langen Flug hinter mir und okay. Bin noch ein bisschen kaputt. Ja, aber der Urlaub war schön, oder? Ja, mein Urlaub war wirklich super. Das ist schön. Ja, okay, dann ruh dich aus und ich komme dann nochmal, ja? Ja, genau, Liz, okay. Tut mir leid. Alles gut, aber sonst alles okay? Ja. Sicher? Ja. Okay, gut. Bis dann. Bis dann. Oh Mann, es tut mir so leid. Ich konnte mich jetzt gar nicht so richtig mit ihr freuen. Ich bin immer noch so schlecht. Oh, jetzt ruft der schon wieder an. Mann, lass es doch einfach. Was machst denn du mit dem Ball? Danke. Bitte. Mir ist langweilig. Was soll ich machen? Hast du mit Melle geredet? Ja, ich habe mit Melle geredet. Die findet auch, dass sie freut sich voll für mich mit Dennis und so. Und fandest du auch, dass sie so, Was denn? Leo, was? Ich darf es eigentlich nicht sagen. Boah, du weißt, ich bin die neugierigste Person auf Erden. Jetzt will ich es aber wissen. Ich habe schon gemerkt, dass irgendwas ist. Oh Gott, ist irgendwas passiert oder? Nein, nicht wirklich. Du darfst aber, du darfst keinem sagen, bitte. Und du hast es nicht bei mir. Ja. Merle hat sich von ihrem Freund getrennt. Von Tim? Ja. Warum? Weiß ich nicht. Oh Mist. Und ich erzähle ihr noch die ganze Zeit, wie glücklich ich bin. Oh Mann, das erklärt einen. Aber du darfst nicht sagen, dass du das von mir hast. Ja, was soll ich denn sonst machen? Ich bin ihre Freundin. Oh Mann. Sorry, Leo, aber wenn du es sagst, dann ich muss mit Merle reden. Ich muss sie weg. Oh Mann, jetzt habe ich Mist gebaut. Merle hat mir doch gesagt, ich soll es keinem weitererzählen, aber... Es ist Liz. Ich meine, es ist ihre Freundin. Die wohnt zusammen. Sie hat es sowieso gemerkt. Oh Mann, es tut mir alles leid, aber ich kann nichts dafür. Ja. Merle, kann ich noch mal kurz stören? Ja. Hey. Willst du einen Keks? Nein, danke. Ich habe mich ein schlechtes Gewissen, weil ich ja gerade die ganze Zeit so nur über mich geredet habe. Ja, ist doch okay. Ist nee, ich freue mich voll, dass du wieder da bist. Und wer ruft denn dich eigentlich immer die ganze Zeit an? Willst du mit mir vielleicht über irgendwas reden? Nein. Sicher? Weil ich weiß vielleicht was mir ein Vögelchen gezwitschert hat mit Tim und so. Und oh Mann, dass Leo aber auch einfach nicht dicht halten kann. Ja, also das es tut mir leid, ich wollte es dir einfach nicht sagen, weil du jetzt gerade so madly in love bist mit Dennis und das passt irgendwie gerade alles nicht so richtig. Oder? Aber das ist doch egal, deswegen bin ich doch deine Freundin und deswegen kannst du mir sowas erzählen und da schiebe ich auch Dennis weg, das ist mir in dem Moment egal. Geht's dir denn einigermaßen gut? Nein, weil ich bin mir auch halt nicht so richtig sicher mit der ganzen Sache. Es ist halt einfach nur, dass wir uns nie sehen, weil irgendwie passen unsere Tagesabläufe einfach nicht zueinander. Und das ist ja auch bestimmt ganz normal, aber eigentlich wollte ich halt nicht, aber eigentlich dann halt doch. Und irgendwie, und jetzt ruft er mich ständig an und schreibt immer Nachrichten und... Und es nervt mich dann und ich weiß halt nicht so richtig, also ich fühle mich eh schon schlecht. Und ja, ich glaubte das. Aber Merle, weißt du bist jetzt aus dem Urlaub zurück und du müsstest eigentlich völlig entspannt sein. Und ja, es ist eine blöde Situation, aber weißt du lässt dein Handy jetzt hier, du machst es einfach aus, du versuchst einen kleinen Kopf zu bekommen und wir gehen jetzt lecker was essen, machen einen richtig schönen Mädchenabend und... Oh, essen wäre, glaube ich, echt. Ja, komm, wir lenken uns jetzt einfach ab und außerdem ist Sam nicht da, das heißt, es ist noch entspannter und wir können alles machen, was wir wollen. Ja. Ich bin so froh, dass ich das jetzt erzählt habe. Jetzt geht es mir echt schon ein bisschen besser. Ich weiß schon, warum ich hier eine Freundin-WG bin.